Hallo meine Lieben, ich möchte euch mein Baby Chico vorstellen. Hier ist das Baby. Ne, Daumenlutscher? Ja, wollte ich euch schnell mal vorstellen. Das ist mein Baby Chico. Und den haben wir jetzt seit 2 Wochen. Haben wir denn? Das ist ein Australian Shepherd. Und ja, ich hoffe, ihr habt alle Weihnachten gut verbracht. Und habt euch schön beschenken lassen von euren Lieben und habt mit euren Lieben schön gefeiert. Ja, ich und mein Mann haben Weihnachten eher ruhig verbracht, weil, ja, wir stehen nicht so unbedingt auf Halligalli. Und, ja, ne, wir waren heute nämlich mit dem Kleinen hier, mit dem kleinen Muselknusel beim Tierarzt in Bamberg. Und der sollte eigentlich etwas müde sein, laut Tierarzt. Ja, immer da rumknabbern, ne? Ja. Aber das kommt ja immer auf die Rasse an und manche sind da etwas müder und manche weniger müder, ne? Ja, und es geht heute um dieses Päckchen. Hier sieht man es. Ja, ein großes Päckchen. Paket. Päckchen, ja, guten Morgen. Ein großes Paket und das werde ich jetzt öffnen. Das habe ich nämlich von meiner lieben Lena-Maus bekommen. Dankeschön an dich. So, jetzt öffnen wir das Ganze mal. Und ich möchte das ja mit euch zusammen auspacken. Ach ja. Oh, Karte, vorsichtig öffne, nicht erschrecken. Kleine Nachricht für dich. Ja, das werde ich jetzt gleich öffnen, aber für mich selber dann durchlesen. Ja, du willst auch gleich mit dabei sein. Ja, das ist aber nichts für dich, du. Upsalalalala. Ja, ja. Ja, Chico, nein. Sternenregen, oh wie geil. Ey, Chico. Sieht man. Hier, cool, mache ich mal auf den Tisch. So. Ja, ein paar Sternchen, ne? Und du gehst dann mal runter. Ja, also ich denke schon, dass ich es vorlesen darf. Da steht jetzt nichts, dass ich es nicht dürfte. Also, liebe Alexa, da ist es nun endlich Geburtstag und Weihnachtspost zusammen. Wenn auch leider sehr verspätet. Egal, ich freue mich trotzdem. Ich hoffe, dass dir die Sachen gefallen und ich dir auch mal endlich eine Freude machen kann. Dir und deinem Mann wünsche ich schöne Weihnachten, erholsame Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr 2017. Danke für deine Freundschaft, hab dich lieb, deine Lena. Das ist die Karte. Finde ich echt schön mit dem Weihnachtsmann und dem Tannenbaum. Ja, es achtet nicht so sehr auf meine Nägel. Ja, die muss ich mal wieder lackieren. So. Jetzt fangen wir auch mal an. Oh. Hier. Lecker. Ich vermute mal, da könnten vielleicht Kekse oder sowas drin sein. Aber wir werden das Ganze jetzt einfach mal öffnen. Ich bin etwas schief. Ein bisschen schief, nicht gut lief, ne? Ich bin heute auch nicht so stark geschminkt, weil... Muss ja nicht unbedingt sein, nicht? Oh, oh. Ja! Nein, ich habe mich getäuscht. Keine Plätzchen, aber... Milka! Ups. Eine Tasse von Milka. Und da innen sieht man einen Weihnachtsmann auch von Milka. Und ein kleiner Schneemann und ein Milka-Ei. Finde ich richtig klasse. Milka. Vielen Dank. Richtig geil. Tasse von Milka hatte ich auch noch nicht. Sehr, sehr schön. Dann das nächste. Schönes Papier auch. Ich weiß, dass du beide sehr gerne magst. Okay. Vielleicht ein Block oder so. Ich mache mal auf. Dann wissen wir es ganz genau. Ja. Geil! Haha, cool! Also erstmal hier
Rillakuma. Sehr geil. Also so einen Block hatte ich auch noch nicht. Vielen Dank. Dann habe ich ein Mandala-Malbuch. Ja, also das mache ich schon sehr gerne, weil das entspannt halt und ich blätter mal durch so. So, mal schauen, ob das so funktioniert. Ja. Und so weiter und so fort, nicht? Schöne Motive. Ja. Dann habe ich ein Shades of Kawaii. Wow, richtig geil. Also ist halt. So, ich mach mal auf. Chico, lass die Tür den. Das ist nichts zum Fressen. So. Und hier. Dankeschön. Richtig, richtig geil. Also ich freue mich. Ne, also Kawaii-Malbuch hatte ich jetzt auch noch nicht. Keine Ahnung, wo man die herbekommt. Vielleicht Amazon, eBay. Lass doch jetzt mal die Tüte gehen. Dann tue ich die eben mit hier in den Karton. Ganz einfach. Ja, er ist halt noch ein Baby und für den süßen Chico. Chico Baby. Jetzt ist er runter. Für dich. Ja. Dann mache ich das doch gleich mal auf. Ja, hier ist was für dich von Pedigree. Cool. Dankeschön. Chico sagt auch danke. So. Diese hier. Da wird er sich bestimmt freuen, ja. Wunderbar knusprige Kekse, drei leckere Geschmacksrichtungen. Ohne künstliche Farbstoffe, Omega-3-Vitamine und Mineralstoffe. Sehr cool. Also, vielen Dank. Chico wird sich freuen. Ja, habt ihr mein Baby jetzt auch mal gesehen? Nicht, Chico Baby? So, hier. Für dich und Tobi. Tobi ist mein Mann. Wer auch sonst, ne? So, dann schauen wir mal, was da sich drinne wohl verbirgen mag. Oh. Geil! Zwei so Netze mit so Schokokugeln. Vielen Dank. Oh ja, die, also die habe ich auch immer früher gern gegessen, ja. Sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Und was frisst du da schon wieder? Naja, wenn du einen Hund hast, brauchst du keinen Staubsauger, ne? Ja, aber wir passen schon auf, dass nichts am Boden liegt. Es wird auch regelmäßig gesaugt und so. Und ja, nicht? Ach Gottchen, ich werde nie mit auspacken, glaube ich, nimmer mehr fertig. Dann alles eulig. Okay. Mal gucken. Oh, ja, oh ja. Dann, ich zeige euch mal von Modu diese wunderschöne Eule. Also, finde ich echt süß. Dann solche Bastelmanufaktur. Ja, genau, das sind auch solche Eulchen und ja. Sehr, sehr schön. Kann man gut mit verbasteln, nicht? So, und eine Eulentüte. Süß. Ja. Also vielen, vielen Dank. Nee, so eine Eulentüte hatte ich jetzt auch noch nicht, oder? Nö, 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 nö. So, kommen wir zum nächsten. Ich glaube, das muss man einfach lieben. Okay, mal gucken. Das muss man einfach lieben. Vielleicht Schokolade? Ich gucke einfach mal nach. Ah. Krebs, ja geil. Hier so weihnachtliches sieht man es nicht. So, vielleicht so mal halten, so, ja, nee, so rum. Entschuldigung. Ja, so Weihnachtsmänner. Und hier so ein Weihnachtsmann. Richtig geil, Deko-Tape. Also ist zwar, glaube ich, so,
wie Tesafilm, aber stört mich keineswegs. Im Gegenteil, die haben so schöne Sachen. Hier so, wie nennt man das gleich? Ihr könnt es mir ja in die Kommentare mal schreiben, unten rein. So hologrammmäßig, Holotape oder so. In golden, rot und grün. Richtig cool. Ja, und hier so Schleifchen und Schneeflocken und Tannenbäume. Merry Christmas, kann man ja nie genug davon haben, ne? Ja, dann kommt bestimmt auch wieder die Lust zum Basteln. Weil momentan war ich etwas Filofax faul, etwas mal faul. Was heißt faul? Das ist vielleicht der falsche Begriff. Bei mir war es eher so, dass ich einfach die Motivation, dass mir die Motivation flöten gegangen ist, nicht? Na, naja, meine Haare sehen auch dementsprechend aus, aber gut, nein, nicht? Ist ein normales Video. Wer es nicht gucken will, der muss es ja nicht gucken, nicht? Und Daumen runter gibt es sowieso immer, immer, natürlich. Also, wenn es keine Daumen runter gäbe, dann wäre ja die an der Welt irgendwas kaputt oder an YouTube irgendwas kaputt, nicht? Also, meine Meinung. Aber es ist nur meine Meinung, ne? Ja, dann einfach geil und geht einfach immer. Na dann. Ja. Oh, ich sehe schon wieder Eulis. Geil. Und Federn. Auwei, auwei, auwei. Cool. Einfach nur geil. Danke, danke, danke. Also, möchte ich euch erstmal das erste zeigen. Nochmal runterwärts. Also richtig, richtig schön hier da. Und dann so ein anderer Vogel und Wintereulchen und Blätter. Die finde ich auch total niedlich. Und diese drei hier, ja, einfach geil. Ich habe mir auch mal solche gekauft. Also ich dachte, es wären so flache. Aber die liebe Alexa hat mal wieder nicht richtig gelesen, nicht? Und dann waren es 3D-Sticker. Aber irgendwie werde ich die schon verbasteln. Ich weiß zwar noch nicht wie und wann und wo und überhaupt, aber kommt Zeit, kommt Rat. Oder kommt Zeit, kommt Bart. Nee, ich glaube, kommt Zeit, kommt Rat. Dann 3D-Federsticker. Sind ja auch richtig geil. Oh. Ich liebe ja so Federn und so und Sticker und das kann man ja immer brauchen, nicht? Also, warum nicht, nicht? Dann habe ich hier ja Schaumstoffsticker. Das sind auch wieder dickere. Äulchen, Eulchen. Und ein Bäumchen und ein Blümchen. Sehr schön, vielen Dank. Und dann habe ich hier Acrylsticker. Ja, die merkt man schon, die sind hart. Ja. Sehr süß. Vögelchen und Blümchen. Blümchen-Sticker kann man ja sowieso nicht genug haben, finde ich. Also Blümchen-Sticker geht immer. Also doch. Bei mir schon. Dann habe ich hier so Glitzersticker. Häuser und Blumen. Sehr, sehr schön. Danke, 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 danke. Nicht danke, sondern das ist ja die Tanke. Danke. Ja, ich habe es heute mit der Sprache, aber ja, bin ein bisschen verquer heute, aber lasst euch nicht abschrecken. Bin sowieso plemplem, ne? Und manchmal auch so Sprachstörungen, aber passiert, nicht? Ist normal, ne? Ja, muss man mit um. Wie die Bumm. Ja, dann, ich guck mal eben, dass wir ja nichts übersehen. Hoffe, es gefällt dir, pack es einfach aus. Mal gucken, was könnte das sein? Ja, weiß ich nicht und ich werde, denke ich mal, auch nicht drauf kommen. Aber wir packen es einfach mal aus. Tada. Wow, cool. Sternklammern. Wie sagt man? Sternbüro. Klammern. Nadeln. Ja. Hier. Sieht man es nicht? Ne? Und dann ist da noch was. So ein
Blümchen drin und was mit Glitzer. Geil. Danke. Also die Dinger liebe ich. Und da sind sogar noch Pfeile drin. Cool. Ja, Pfeile sind auch noch mit drin. Wow. Geil. Ich freue mich. Ja. Ich freue mich. Dann habe ich hier Holzklammern. Einfach so schlichte, normale. Da kann man nämlich auch was mit dem anstellen. Vielleicht irgendwas drauf mal. Vielleicht mit einem schwarzen Stift, wenn das geht. Ich weiß ja nicht, aber man kann es ja probieren. Ne? Ja. Oh, oha. Cool. Kosmetikhalter für Pinsel in Herzform. Guckt mal. Geil. Danke. Kann ich brauchen. Auf jeden Fall kann ich brauchen. Super. Siehst du? Brauche ich mir keinen kaufen, weil ich dachte schon dran, ob ich mir nicht so einen Pinsel, Kosmetikpinsel, also für Kosmetik holen soll. Aber ich werde da meine Pinsel dann reintun. Ist ja geil. Danke. Ah, richtig geil. Danke, danke. Also, wie gesagt, muss ich mir da nicht kaufen. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Ne? Ja, ja. So. Noch ein Kramen für Blackjack und Leo. Das sind nämlich meine zwei Kater. Ich glaube, Leo, da habe ich schon mal ein Video abgedreht. Mit Blackjack jetzt noch nicht, aber wie der Name schon sagt, Black ist ein schwarzer Kater. Hat hinten aber ein paar so weiße Härchen, aber ganz wenig, minimal. Und ja, und so, ich sage immer, die Katze mit den goldenen Augen. Oder man hätte ihn auch Salem nennen können, Sabrina Sexenkater, wenn ihr die Serie noch kennt. Sabrina total verhexen. Habe ich immer gern geschaut, fand ich immer schön. Und ja. Na, dann gucken wir mal für Blackjack und Leo. Katzensticks mit Geflügel und Leber. 75% Fleisch. Dankeschön, da werden die beiden sich freuen. Oh ja, die essen sie nämlich auch ganz gerne. Wir haben auch so ähnliche Katzensticks, aber vom Aldi. Und da gibt es auch so verschiedene Sorten mit Rind und Geflügel und keine Ahnung. Also viele verschiedene Sorten gibt es da. Und die fressen die echt gerne. Also das sind halt ihre Leckerchen, die kriegen sie natürlich nicht immer. Weil das ist ja genauso, wenn unser eins zu viel Schokolade frisst, ne, dann ist das ja auch nicht so gut. Ja, ich sage jetzt halt fressen, weil manchmal stopft man sich das rein, dann ist es nicht mehr essen, sondern fressen. Hm, ja, ja. Genauso, wie man sich ja auf seine Ernährung achten soll. Ja. Aber wie gesagt, ich schaue erstmal weiter, ob das jetzt halt alles war. Nicht, dass ich da was übersehen habe. Ne? Auf jeden Fall, du hast es gut gepolstert. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, tue ich mal das Papier hier rein. Weil dann kann ich nämlich das Papier gleich ins Altpapier tun. Nicht? Und das Papier, das gefällt mir sehr, sehr gut. Finde ich schön. Finde ich hübsch, ja. Früher, meine lieben Leute, haben die Großeltern ja ihr Papier gebügelt. Ja, ich erzähle keinen. Die haben das gebügelt und wiederverwendet. Aber damals... der Tesafilm oder mit was sie es halt zugeklebt haben, noch nicht so eich gebackt wie jetzt. Und jetzt das schön abzukriegen, naja. So, der Karton ist auf jeden Fall leer. Da ist nichts mehr drin. Nein, alles leer, leer, leer. Gut. Wie gesagt, die Karte, die wird in Ehren gehalten. Jeden Fall. Ja, und das Paket kam übrigens direkt am 24.12. Ja, nur da war halt nicht so die Zeit und man wollte ja auch ja, einen ruhigen machen und vom Alltagsstress so ein bisschen erholen. Und ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag, ja, da wollte man auch nicht unbedingt ein Video machen. Manche machen es ja. Aber ich habe jetzt gesagt, nein, ich mache es nach den Feiertagen. Jetzt haben wir nun nach den Feiertagen und heute habe ich das Video dann abgedreht. Ja, damit das Video ja ein bisschen länger wird als die sonstigen,
werde ich noch ein bisschen mit euch schwätzen. Und zwar, ich war beim Arzt gewesen, halt wegen dem Fersensporn, wo ich habe und so weiter und so fort. Da meinte die Ärztin, wo selber relativ schlank ist, ja, da müssen sie halt abnehmen. Ich habe ihr dann schon erklärt, ich bin an der Schilddrüse operiert worden. Da ist ein Teil heraus. Und seitdem läuft das nicht mehr so mit Abnehmen. Nicht? Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich fett bin, aber naja, die Schlankeste bin ich ja jetzt auch nicht. Und also wer mich kennt, der weiß es. Und ich bin halt auch ein Mensch, ich mache nicht gerne Sport. Weil ich mir sage, Sport ist Mord. Ich habe genug Bewegung mit meinem Hund Chico. Da muss ich auch immer regelmäßig raus und alles. An dem liegt es nicht. Und dann meinte sie, naja, wenn man abnimmt, dann ja. Ne? Also ich kenne aber übrigens auch schlanke Menschen, ja, die haben auch schon mit ihren Füßen Probleme und auch Fersensporn. Da denke ich nur zum Beispiel an die Leute in der Altenpflege oder Hauswirtschafterinnen, die wohl den ganzen Tag auf den Beinen sind. Die können auch zu Fersensporn neigen, obwohl sie nicht dick sind. Also das ist Blödsinn. Jeder kann Fersensporn kriegen, egal ob dick oder dünn. Vielleicht ja die, wo wenn dicker sind, wenn einfach wenn mehr Masse mit sich rumschleppen, die Leute. Egal ob jetzt hat Mann oder Frau, dass die vielleicht schneller zum Fersensporn neigen. Ja, dann soll ich ja irgend so eine Therapie machen mit Bestrahlung, so Solarwellen? Nee. Irgendeine Therapie, wo dann wohl der Fuß bestrahlt wird. Und das Ganze dauert nur 10 Minuten. Und für 10 Minuten darf ich eine halbe Stunde fahren oder dreiviertel Stunde, je nachdem, wo das halt dann ist. Sei es nun in Bamberg oder sei es nun in Bayreuth. Und dann natürlich auch wieder eine halbe Stunde zurück. Sprich, man ist eine Stunde und vielleicht 15 Minuten unterwegs, nur für 10 Minuten wegen dem Fuß. Also, nee, nee, ganz ehrlich, Leute, das finde ich ja einen Blödsinn. Und zu so einer Bestrahlung muss man dann ja auch öfter hinrennen und nicht nur einmal, sondern ich denke mal, das werden schon 10 Mal sein. Und ganz ehrlich, das meine ich. Nö. Ich habe sowieso vor, einen OP-Termin machen zu lassen. Da muss ich allerdings noch mal zu meinem Arzt in, sagt mal schnell, in Bamberg hin, weil ich bin da bei einem Orthopäden in Bamberg, mit dem bin ich sehr zufrieden. Und nicht? Genau. So ist das im Leben, nicht? Da darf man froh sein, wenn man nichts hat. Aber es ist halt, wie es ist, nicht? Ja, also, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt alle schön Weihnachten verbracht, auch wenn ich mich jetzt wahrscheinlich wiederhole. Und ja, dann wollte ich noch fragen, so, was macht ihr denn alle an Silvester? Könnt ihr mir ja gerne mal verraten, wenn ihr wollt, unten in die Kommentare. Und auch was ihr so zu essen macht, Rezeptvorschläge oder so. Also, wir machen Raclette mit unseren Freunden und Nachbarn. Also unsere langjährigen Freunde, so rum. Und da kann jeder sich halt so ein Pfännchen da machen. Oben Fleisch drauf oder Fisch. Kann man auch Fisch drauf machen, wer will. Und dann macht jeder sein Pfännchen zusammen, Käse. Zack, reinschieben, warten, bis der Käse braun ist und dann sich schmecken lassen. Ja, und dann machen wir auch noch einen Spießigel. Für alle, die es nicht wissen, es ist, wir machen Spießigel aus einer Ananas. Eine ganze Ananas, schälen, halbieren, dann, dass der Rücken so ist. Und dann Käse in Würfel schneiden, Wienerchen. Schneiden in so Stückchen und dann gibt es noch Weintrauben und dann haben wir so Plastikspieße und dann wird immer abwechselnd so aufgesteckt und dann in die Ananashälfte reingepikst und dann noch mit Wunderkerzen verziert. Zwei oder drei Stück. Mal gucken.
Ja, und das ist dann unser Spießigel. Und der wird dann immer schön bespickt. Und dann, wenn es ihm zum Abendessen dann noch mitgibt oder für später, weil Silvester ist dann lang, der Abend, da werden dann noch die Wunderkerzen angezündet. Vielleicht mache ich auch ein Video. Mal gucken, aber das wird ja dann nicht so lang, weil, ne, ist halt dann so. Ja, also wie gesagt, könnt ihr mir dann gerne in die Kommentare hinterlassen, was ihr so Silvester macht. Ob ihr Feuerwerk vielleicht macht oder nicht. Wir verzichten auf Feuerwerk wegen unseren Tieren halt. Und ist für mich irgendwie auch jetzt halt mittlerweile hinausgeschmissenes Geld. Wer es machen will, soll es gerne machen. Ich finde Feuerwerk sowieso geil. Also ich schaue es mir auch gerne an. Und ich finde, es wird genug rumgeballert. Und da kann man sich ja von anderen das mit angucken. Warum nicht, ne? Ja, und dann zum Anstoßen gibt's Sekt mit O-Saft gemischt. Ja, oder vielleicht pur. Mal gucken. Und wir haben dann noch so kleine Klopfer. Mit, was war das? Gräßfränkische Pflaume. Pflaumli. Ja. Schmecken auch ganz gut. Ich bin sowieso nicht so der Alkoholfan und so. Hatte ich glaube ich schon mal erwähnt. Ich weiß es nicht. Bin mir jetzt halt nicht mehr so sicher, ob ich das schon mal erwähnt hatte. Jedenfalls, ich trinke relativ selten Alkohol. Zum Geburtstag vielleicht mal anstoßen oder so, aber dann ist es eher O-Saft mit Sekt gemischt. Also, dass man mehr vom O-Saft schmeckt als vom Sekt. Und ja, dann Silvester. Ne? Genau. Ich finde auch für mich, das reicht. Ich muss das nicht unbedingt haben. Ich bin auch so durchgeknallt und lustig und da brauche ich nicht unbedingt Sekt, ne, um lustig zu werden. Ja. Ja, ich hoffe, das Video hat euch dann gefallen. Mein Hund liegt da unten. Der liegt immer gerne an der Tür. Und ja, also würde mich über Daumen nach oben natürlich sehr freuen. Daumen nach unten kriegst du sowieso. Und ja, ich sag dann mal bis demnächst. Tschüss.